Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Heute, in dieser Folge, werden wir in die Höhle gehen, uns einmal neue Pfeile machen und dann gehen wir die Karte noch weiter erkunden. So der Plan. Gucken wir mal, ob wir ihn umsetzen können. Du hier, du bleibst hier, du bewachst das. Bauer, bleib hier. Hier, wirklich, hier. So. Und nicht folgen. Was verstanden? Ich hoffe. Das war ein guter Scherz. Ja, ich weiß. Folgen. So, du hast jetzt den Plan, wo es hingeht, oder was? Teilweise ja. Ganz schön nebelig in Deutschland hier. Na dann, dackel mal ab hier. Ja, ich hoffe, wir kommen auch da hin. Werden wir vielleicht mal was in die Hand nehmen, ne? Das wäre vielleicht ganz praktisch. So Bogen oder Axt oder sowas. Ich mache Axt, mein Bogen bin ich nicht so bewandert. Ja, erstmal sollte ich was essen. Eins, zwei, drei. Was ist mit 1, 2, 3? Bewohner. Ach, ist egal, Schatz. Was alles willst gut. du? Ich will nichts von dir. Du hast einen Speer in der Hand. Ich weiß. Das ist keine Axt. Und sie macht Daumen hoch. Jetzt geht sie weg, weil du sie mit dem Speer bedrohst. So. Ja. Ich lauf jetzt. Dann lauf mal. Hinter uns kommen noch mehr Besucher. Deswegen, wir laufen. Wie kommen jetzt die netten Einwohner hinter uns her, oder was? Ja. Wir düsen im Sauseschritt und nehmen die Einwohner mit. Auf unserem Himmelsritt. Ach nee, ist ja kein Himmelsritt. Genau, durchs Wasser vertauen, dann haben sie unsere Spur nicht mehr. Erstmal so wer. Natürlich, ist so. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, sag ich doch. Uff. Nehmen wir doch gerne an. Was ist das denn hier? Eine Karte oder was? Nein, 4x9 mm, okay. Und weiter geht's. Sieht aber auch schick aus, so im Schnee, finde ich hier. Hat was. Nur mal, dass ich auch richtig laufe. Sieht ganz richtig aus, wie du läufst, ja. Also du läufst jetzt nicht krumm, schief oder humpelnd, also sieht schon richtig aus. Meint ja auch, was den Punkt angeht mit der Höhle. Ja, wie vorhin haben wir einen Punkt. Der war auf jeden Fall, die wäre auf jeden Fall am Wasser irgendwo, die Höhle. The hole. Holy shit. Nehmen wir doch die hier vorne. Guck mal. Hallo. Hier hinten. Hallo. Kann ich auch winken eigentlich hier, oder? Ab ins Vergnügen. So. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vergnügen war. Machen wir mal Licht an. So. Ja, doch, das da. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Oh, guck
Guck mal, hier sind sogar noch Pfeile, die rumstehen. Hammermäßig. Hammer. Hammerhart. Und neue Ölpatronen. Noch besser. Geil, wenn alles nachwächst. Wollen nachwachsen. Ja, respawned. So. Nächste. Achso, ich muss sie erst rausnehmen, ja. Da ist noch genug drin sogar. Wenn nicht, fülle ich gleich nochmal einmal nach. Ich habe ja gerade was aufgenommen. So, ich fülle jetzt einmal nach. Zack. Hast du wieder genug. Bitteschön. Für dich. Ich habe jetzt. Na, ich habe aber nachgefüllt. Ich habe jetzt 15 3D gedruckte Pfeile. Na, vielleicht mache ich gleich nochmal ein bisschen was. Mal gucken. Abwarten. Tee trinken. Staubi macht sauber. Das finde ich gut. So muss das sein. Ja, R2D2. Vielleicht ist das auch R2D2. Entschuldigung. Ist R2D2. Ich habe mich vertan. Ich habe ihn gekränkt. Ich wollte ihn aber gar nicht kränken. Boah, halt das hier. Warum muss ich jetzt gleich einen Schlitten? Jo. Habe ich jetzt eine Karte? Nein, ich habe keine Karte. Wir müssen Karten finden. Eine blaue. Ach, ehrlich? Ja, ich will eine blaue Karte haben. Keine rote. Eine blaue. Ich will. Dafür müssen wir auf die andere Seite der Insel. Ist ja nicht weit weg, die andere Seite. Ist ja auf der anderen Seite nicht weit weg. Wie viel hast du jetzt? Wie viele Pfeile? Ich glaube 20. Oh, ist er kaputt oder was ist los? Ach nee, du baust den Schlitten gerade. Wie viel nimmt denn der auf? Wie viel verbraucht? Oh, genug. Der verbraucht ein bisschen viel, ne? Yep. Mach mal Platz da. 1000 Milliliter? Alter. Ich baue dann keinen Schlitten mehr. Weil ich habe nämlich jetzt nichts mehr. Ja, ich habe gerade von mir meine Sachen. Ich habe gerade meine ganzen Dinger reingeschmissen. Ja. Die ich hatte. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe nicht eine Patrone mehr. Heftig. So, ich habe gerade meine ganzen Patronen reingeschmissen. Ja. Dann haben wir halt nur einen Schlitten. Da sind auch keine mehr, ne? Ne, sind nur Batterien und Batterien brauchen wir nicht. Huh? Gut, dann wollen wir weiter. War da hinten noch irgendwas? Ja, ein paar Uhren, ein bisschen Geld. Gluck, 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 gluck.
Und weg mit dem Mist, Alter. Ja. Gib ihm. Was er gerade getrunken? Energy. So, dann Abmarsch. Dö, 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 dö. Hoffentlich ist das Wetter nicht wieder umgeschlagen jetzt. Ne, geht. Oh, es wird Frühling, glaube ich. Ich höre Vögelgezwitscher. Hört sich nach Frühling an. So, jetzt wohin? Ich möchte die blaue Karte haben. Moment. Moment. Blaue Karte möchtest du haben. Und wir kriegen was gebracht. Wer auch von uns, weiß ich nicht. Entweder du oder ich. Oh, ich krieg was gebracht. Danke. Okay, dafür müssen wir als erstes du bist aber die lieb. Schaufel haben. Oh oh. Ah, sorry Mädel, ich muss jetzt wieder Kampfmotor anlegen. Ja, geh lieber. Geh lieber. Ich geh erstmal in eine andere Richtung irgendwo runter. Alter! Du gehst jetzt hinter meinen Leuten her, oder was? Ich zeig dir gleich, wer hier wer ist, Alter. Komm her. Alter, sag du. Ich mach dich fertig. So geht's nicht. Nicht mich aufspießen, bitte. Danke. Nerven nämlich. Alter, vorsichtig. Das ist wieder so ein. Ja, habe ich gemerkt. Oh, Alter. Ich kann gar nicht so schnell. Geh weg, denen, Alter. Die Leine, Junge. So, ich helfe ihm mal eben. Ich muss mir gerade selbst helfen. Boah, die haben mir meine Rüstung runtergehauen, ne? Ist der Hammer. Jetzt sack bitte ab. Jetzt sind wir wieder glücklich. Keine Rüstung mehr. So, was? Wo müssen wir jetzt hin? Also, wir brauchen als erstes brauchen wir die Schaufel, dafür brauchen wir den Seil, dieses Seilding da, und wir brauchen dafür die Hauptausrüstung. Ach du meine Güte, also eigentlich brauchen wir alles, um an die Karten zu kommen. Genau. Okay. Sagen, gehen wir zu der ersten Höhle oder wie? Ja, müssen wir ja. Ich hab schon wieder Kohldampfer. Ich hoffe. Kommst du hinter mir her? Ja, ich hab doch gerade gesagt, ich hab Kohldampfer, aber. Ich komm hinter dir her. Ich muss was zu essen finden. Irgendwas. Ja, blaue Beeren oder was kann ich futtern, ne? Essen. Ist das was?
Nicht wirklich. Ja, nicht viel. Ja, aber ich habe nicht mehr so viel Snacks. Rennt schon wieder einer. Der hat uns aber nicht gesehen. Der rennt. Naja, geht wieder ein bisschen, aber ich habe noch nicht aufgeladen. Was Hunger angeht, ist schwierig, ja. Oh, ich hab schon gedacht, wer ist er, aber das ist nur. Nur sie. Virginia. Mhm. Die rennt hinter uns her. Geil. Nice, nice. Ich hoffe, ich gehe jetzt auch richtig. Ich habe keine Ahnung. Im Sommer. Fleisch. Ja. Im Sommer. Ich bin zu doof, um hochzuspringen. Bist du so stark, das da rauszuziehen? Oder? Ich habe was gefunden. Ah, cool. Ein Elektroschocker. Nice. Irgendwo müsste eigentlich eine Höhle sein. Kann man hier eigentlich auch einbrechen in dem Eis? Höhle gefunden. Okay, komm hinterher. Oh, Materialien gefunden, so. Noch mehr Material gefunden. So, Virginia, wir sind gleich wieder da. Warte auf uns. Du hast die Höhle kaputt gemacht. Aber das sind doch die Ausgänge, oder nicht? Oder wie, oder wann, oder wo? Keine Ahnung. Alles klar. Ich muss auch selber erstmal gucken. Also, du hast genauso viel Ahnung wie ich. Genau. Bin hier beruhigt. Make the lights on. Ich muss auch immer erst gucken gehen. Make the light on. On the light. On the light on. Lights on. Lights on. So. Ich habe jetzt alles abgegrast. Ich gehe jetzt hier weiter. Ich gehe dem Fluss entlang. Das fließende Wasser führt mich hoffentlich zur Quelle der Weisheit. Naja, das glaube ich eher weniger. Aber ich bin gespannt. Da ist Seil. Ah. Da ist auch noch was Seil. Okay. Cool. Aber hier ganz viele Knochen, ne? Oh, da unten ist ja einer, zwei, drei. Wird interessant hier unten. Licht. Was? Licht. Nur ein bisschen. Mal da mal rein ins Getümmel. Vorsichtig, nicht hingehen.
Witzbold, ich war da, du Nase. Als du geschrien hast, nicht hingehen, weißt du? War ich schon unten. Da hinten ist irgendwie ein großes Vieh. Ja, da müssen wir auch durch, glaube ich. Wir müssen auf jeden Fall runter zu den netten. Ja, aber dann komm doch einfach mal runter. Wie funktioniert denn eigentlich der Stromschlagdingen? Keine Ahnung. Ich glaube mit Batterien. Der ist ja eigentlich voll aufgeladen eigentlich. Lass uns zusammenhäuten bei 3. Was? Lass uns zusammenhäuten bei 3. 1, 2, 3. Hier ist auch noch einer. Wo? Hier bei mir. Hast du den schon gehäutet oder? Nein. Dann 1, 2, 3. Ich gehe hier links rum. Kannst aber nicht. Doch, klar kann ich das. Und hier ist auch noch ein Weg. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Das ist schlecht, wenn man nicht weiß, wo links ist. Drei Ohren zu viel. Mehr sag ich nicht. Zusammen häuten wieder. Zu spät. Ne, ich hab's noch geschafft. Okay. Super. Ich muss mal eben kurz mich auf... bisschen aufpeppeln. Foto irgendwas. Ah, vergrößern. Foto Reference von Rob Blue to Jackson Pollitt. For your information, this is what we are looking for. Can't view this attachment, click in the link. On the link, wahrscheinlich heißt das. Naja. Gut. Danke. Ich habe immer noch Hunger. Gibt's hier mal zu futtern? Irgendwo lagen ja doch Knochen noch rum. Aber da hinten war noch so ein Weg rein, hast du das gesehen? Nicht, wahrscheinlich. Nee, hab ich nicht. Ich geh den jetzt einfach mal hier rein. Mal gucken, was passiert. Ich bin hier gerade noch Sachen an aufsammeln, die hierbei rumfliegen. Ich hab das Kreuz gefunden. Scheiße, was ist das denn? Ah, scheiße, hier ist noch ein... Hier ist noch ein netter, ein netter Mensch. Ja, ich habe hier irgendwas anderes Nettes gefunden. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass das nett ist. Es klemmt irgendwie fest. Naja, okay, lassen wir das mal. Ich musste mich gerade erstmal verteidigen. Weil da hinten waren nämlich jede Menge Klamotten. Ja, ich habe das alles aufgenommen, war. Nee, hier hinten in der Ecke waren noch jede Menge Klamotten. Ach so. Da ist auch das Kreuz. Hier ist kein Kreuz.
Ja, da an einem Licht liegt das Kreuz. Was kann ich denn mit dem Kreuz machen? Nada, niente. Für irgendwas für die Mutanten, für irgendwas ist das gut. Mutanten und keine Ahnung was da. Was ich jetzt hier alles aufgenommen habe, dann ist immer dieser komische Mutant aufgetaucht. Ah, okay. Das ist ja dann aufnehmbar. Dann denk dran, den Rechner kaputt zu machen. Dann kriegst du ja Elektronikschrott. Hab ich. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Ja. Oh, hier ist auch noch ein bisschen was rum. Das rumliegt. Oh. Auch cool. Ja, hier vorne, wo ich stehe. Ich weiß ja nicht, wo du jetzt wieder bist. Du rennst immer sofort irgendwie weg. Irgendwo. Ja, genau. Und du warst noch gar nicht hinten rechts in der Ecke. Ach, da war ich, wollte ich gerade hingehen. Dann hast du gesagt, ich renne wieder weg. Bin ich wieder zurückgekommen. Ach, wir sind wieder zu Hause. In der Ecke, wo wir reinkamen, okay. Ja. Genau, hier kannst du lang gehen. Ist nicht zu empfehlen, aber kannst du trotzdem machen. Aber irgendwie habe ich Kohldampf ohne Ende. So, ich futter mir jetzt erstmal nochmal was hier. Sonst verhungere ich gleich noch. Sollen wir hier nochmal eben speichern? Ja, wenn wir hier einen Speicherpunkt haben, können wir hier gerne speichern. Vielleicht mache ich mir auch mal kurz was zu essen. Kann ich das? Haben wir irgendwo Feuermöglichkeit oder sowas? Ja, habe ich. Hier. So. Speicherpunkt aufgestellt. Ja, warte. Ich wollte mir eben kurz was zu futtern machen, ja? Warum kann ich denn jetzt nicht zu futtern machen, Alter? Ah, jetzt aber, warte. Jetzt stehe ich richtig. Ja, jetzt warten wir mal eben kurz, bis das ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen braun ist. Und dann können wir ein bisschen futtern. Hab für dich mit reingeschmissen. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was reingeschmissen. Ich weiß nie, woran ich sehe, ob das jetzt gut ist oder nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Nee, das ist noch roh. Dann wäre das braun. Das war gut. Das war gut. Ich habe aber hier noch Raw Meat und nochmal Raw Meat. Ja, das sind noch, die sind noch roh. Ja. Warum geht denn das Feuer andauernd aus? Machst du nochmal Feuer an? Oder geht nicht mehr? Ich kann gerade gar nichts machen. Mein Rechner ist gerade überfordert. Nee, das liegt nicht an deinem Rechner, ich kann auch nichts machen. Ist das ekelhaft. So, hier müssen wir aber auf jeden Fall durch, ne? Ja. Willst du vorgehen oder soll ich vorgehen? Da. Nee, ich gehe schon vor. Ja. Meine Akku ist alle gleich hier. Von meiner Lampe. Ja, ich habe gerade aufgeladen. Ah, warte, mache ich denn mal eben. Muss ich dann die Lampe nehmen, wahrscheinlich. Und dann muss ich noch eine Batterie nehmen. Und zacki, duck. Wieder aufgeladen, ja.
Bei unserem Glück treffen wir es gleich wieder auf ein paar kleine, nette Mutanten. Vielleicht auch auf diesen komischen mit den Zähnen. Ja, bei unserem Glück kann alles passieren. Ich schmeiß mal so eine rote Dingens dahin, ja? Ja. Fackel. Achtung, da kommt schon einer. Ach, scheiße. Sollte die auch offen machen. Fackel. Oh, ich krieg den nicht, Alter. Was ist denn da los? Sag mal. Ich hab'n. Versuch du mal, ob du deine Fackel werfen kannst. Ich hab nämlich nicht mehr viele. Fackeln, ja. Guck ich mal. Ich bin zu doof, um Fackeln zu werfen. Weil hier irgendwo sind nämlich diese netten Dingensviecher. Da hinten laufen sie. Da. Oh, nett, und es kommt schon zu uns hin. Achtung, hinter dir. Ja, die hauen alle auf dich ein, oder? Du machst gar nichts irgendwie. Ich sehe gerade gar nichts. Sag ja, ich sehe gerade gar nichts. Irgendwie konnte ich gerade gar nichts machen. Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich muss abhauen. Hau ab, eben schnell. Heil dich und dann heil mich. Ja, würde ich ja gerne, aber. Scheiß Vieh kommt hinter mir her. Ja, toll, ich bin gleich tot, ja. Oh, ich hab's erledigt. Ich mach hier mein Totenkopf wird immer größer. Oh nein, da war noch ein zweites. Es ist hinterhergekommen, es hat mich auch. Ja, ich bin durch. Tot auch? Ja. Also können wir uns nur noch beide respawnen. Ja. Okay, dann E für respawn. Da, wo respawnen wir? Da, wo wir gespeichert haben wahrscheinlich. Ich sehe aber nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Null, nada. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Ich sehe gar nichts. Nee, ich sehe nichts. Wir sind in irgendeiner komischen Hülle drin gewesen. Ich kann nichts machen. Ich sitze hier. Du musst das Messer nehmen. Über dir ist ein Messer, da musst du drücken. Ach ja, jetzt sehe ich Messer. Okay. Habe ich nicht gesehen. Das hat Baba mir nicht eingeblendet die ganze Zeit. Mein Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Da ist mein Rucksack. Ah, wir sind außerhalb der, da wo ich gestorben bin. Ja. So, dann würde ich sagen, sind wir einmal tot gewesen. Und damit verabschiede ich mich. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Und bedanke mich dafür. Wenn ihr weitere Serien schauen wollt, bei den Videos, ihr wisst, was zu tun ist. Einfach mal ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Und dann würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.